Männer, pst. Ich habe auch keine Lust mehr zu erzählen, dass wir gut trainieren. Das glaubt mir doch eh keiner mehr. Ja, genau vor 10 Monaten hat Thomas Tuchel den FC Bayern München übernommen. Und bei den Bayern heißt es jetzt, es fehlt von Thomas Tuchel so die Handschrift. Der Tuchel, der hat gar keine Handschrift, weil das ist ein Laptop-Trainer. Ne? Schafft es der Tuchel wirklich nach 12 Jahren als erster Bayern-Trainer wieder keinen Titel zu holen? Schreibt mal in die Kommentare, bin ich mal gespannt. Hermann, du weißt schon, ne, dass manche Faultiere ihren Körper so weit runterfahren, dass die aus Versehen sterben. Jetzt beweg dich mal! Der Tuchel, der hat doch mittlerweile so ein Fiepen auf dem Ohr, ne? Das ist der Anrufbeantworter der Tinnitus Klinik München. Bitte sprechen Sie ihn nach dem Piepton. Im Trainingslager hat der Tuchel dir angeblich viel Tischtennis und Darts üben lassen. Das siehst du im Spiel jetzt, ne? Ball läuft irgendwie hin und her und der größte Teil der Spieler hat einen Pfeil im Kopf. Der Müller wird eingewechselt und sagt, nee, die Abwehr mag ich, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das möchte ich nicht. Dass ich. Alter, ich gerade noch mal aus. Also bist du denn das? Zeigt genau, wie es beim FC. Nein. Hallo, ich und Abwehr bin ich nicht. Du musst dich mal aufs Wesentliche konzentrieren, sonst überlegst du die ganze Zeit. Gibbelt im Paralleluniversum Leoparden, die Leggings mit Zellulite-Muster tragen. Männer, bei euch allen bin ich echt froh, ne, dass Atmen natürlicher Reflex ist. Ja, Kevin Vogt von Union Berlin, der kann einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Ne? Der kam Anfang Dezember für Hoffenheim in Gladbach zum Einsatz. Jetzt ist er bei Union, die hängen ja 2 Spiele hinterher. Also kann er in 34 Spieltagen 35 mögliche Einsätze bekommen. Ja, in Mathe, da war ich rechnerisch immer gut. Stefan, packst du jetzt den Jägermeister weg? Ich weiß, der hat 56 Kräuter und der Multisaft nur 12 Vitamine. Ja, und die Fanproteste in der Bundesliga gegen die DFL-Planung, einen Investor reinzuholen, die reißen nicht ab. Ich meine, ich finde es ja gut. Wo sollen die Fans sonst demonstrieren, wenn nicht? Müssen sie ja zeigen. Ne? In Gladbach, da haben sie Schokotaler aufs Feld geschmissen, jetzt hier abbrechen können. Hätte der Hermann alle aufgesammelt und einzeln aufgefressen. Also, aufsetzen, ne? Ja, und in Bochum kann so ein Banner auch mal 40 Minuten Verzögerung, weil Fluchtwege und so müssen ja eingehalten werden, sehe ich ja ein. Aber in der ersten Halbzeit war es dann nicht ganz straff. Dann wurde es wieder gelockert, das Banner. Ich frage mich gerade, ne? Am Wochenende ist Hoffenheim gegen Heidenheim. Bei den Zuschauerzahlen in Hoffenheim, gibt es da überhaupt Fluchtwege? Andi, was soll heißen, ich soll mich beruhigen? Du schmeißt auch gern Mentos in Cola, ne? Ja, beim 1. FC Köln stehen die Zeichen auf. Es wird ganz schwer, wieder hochzukommen. Das findest du im Duden übrigens unter HSV. Wenn der Sportboss schon Keller heißt, wohnst du halt nicht in eine Dachgeschosswohnung. Abstieg wäre für den FC eine Katastrophe. Ganzen Leistungsträger weg. Alles, kannst du dir nur noch Spieler aus der dritten tschechischen Liga leisten. Hier wie Pavillon, der Erfinder des Partyzelts. Ja? Pavillon. Christian, pst, so leblos wie du spielst, ne, heute. Check mal morgen früh, wenn du aufwachst, ob an deinem großen Zeh ein Zettel hängt. Ja, ich wollte ja eigentlich auch so ein Dry January machen. Aber guck mal, der Ernst, das ist der Wirt von meiner Stammkneipe. Der hat hier auch eine Familie, die er ernähren musste. Ne? Ich habe letztens im Supermarkt zum Glück noch mal 5 Kisten von meinem Lieblingspilz bekommen. Ne? Die Leute, die saufen einfach zu viel. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der legt sich jetzt immer im Jogginganzug auf eine Wohnzimmercouch, weil seine Freundin gesagt hat, ein Läufer wird den Raum wohnlicher machen. Ja, und Kevin Vogt von Union Berlin, der kann neuen Bundesliga. Und beim 1. FC Köln stehen die Zeichen auf, es wird ganz schwer wieder hochzukommen. Das findest du im Duden unter normal. Eigentlich war ich gut, aber irgendwie habe ich den Satz nicht zu Ende gemacht. Der Tuchel, der muss doch mittlerweile, muss ja doch so ein Fiepen auf dem Ohr haben. Dies ist der Anrufbeantworter der Tinnitus Klinik München. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Gott, ich gehe irgendwann auf den Knast. Ja, der Tuchel, der hat doch mittlerweile ein Fiepen auf dem Ohr, ne? Dies ist der Anrufbeantworter der Tinnitus Klinik. Nochmal, sag mal.